So, wir haben einmal den Christopher, das ist wieder remote online, habe ich gesehen. Wir haben den Sascha und wir haben den Jörg. Und da hat er fast 2 Stunden Zeit, sich vorzubereiten. Komm, Sascha. Das sieht man uns auch, sage ich ganz nett. Und Profis haben immer, wer sich übrigens gewundert hat bei der Demo, das ist nur so ein Display. Also da ist nicht wirklich ein zweites Laptop, das ist nur. Ach so, den sieht Ja. man gar nicht auf den, also so Ja, Andeutungsweise. nicht Ja, so genau. andeutungsweise. Zweites Display ist für solche Sachen ein Traum. Wunderbar. Jetzt haben wir den mit den Speakers. Es ist ein bisschen dämlich, weil wir haben Leute online. Den Christopher, der ist online. Wir sind hier alle irgendwie offline, on-site, on-premise, on-premises, was auch immer. Aber jetzt geht es mal darum, die Leute auch mal ein bisschen kennenzulernen. Und ich würde mal sagen, wir machen es in der Reihenfolge, wie auch die Vorträge waren. Also fangen wir mal an mit dem lieben Herrn Sascha Wächter. Er kann da mal so ein bisschen über sich selbst reden, warum er eigentlich auf die Idee gekommen ist, einen Vortrag zu halten und zu dem Thema und warum er eigentlich auch genommen wurde und warum er ins Bett. Ja, genau, also genommen wurde ich, weil wir im selben Unternehmen arbeiten. Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, jeder, der den Tobias kennt, weiß, dass er da zusammen mit den anderen Organisatoren, die das echt gut machen, da eine gute Arbeit machen. Und wirklich, ich glaube, es fällt denen allen nicht leicht, auch wenn man hier sieht, was die Leute hier für Vorträge halten. Das ist echt beeindruckend. Also muss man auch mal Danke an die anderen Referenten und auch an dieses Orga-Team, die das jetzt schon zum dritten Mal machen, also nutze ich die Zeit jetzt einfach mal. Ich will jetzt auch nicht zu viel über mich erzählen. Genau, ich bin Sascha, ich bin klassischer SAP-Entwickler im Frontend, im Backend, Workflow, BF Plus, was es alles gibt, RAP, Steampunk die letzten Jahre jetzt vermehrt, also immer quasi im neuesten Umfeld unterwegs. Das macht einfach Spaß. Probiere aus dem Aber, wie man es so gut wie geht, das meiste rauszuholen. Habe jetzt auch bewusst nicht das Thema Testing genannt, das ist jetzt eigentlich auch nicht mein Steckenpferd. Deswegen fand ich es aber umso interessanter, auch mal so ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen, mal so ein bisschen was darüber zu erzählen, wie gut man auch RAP testen kann, sich einfach auch mal mit Neuem zu beschäftigen, auch wenn es jetzt sicher nicht Spaß macht. Es gibt sicher sehr viele, die Koryphäen im Testen sind, die das tagtäglich machen, was ich immer noch beeindruckend finde, auch gerade wenn man sich dann da so ein bisschen mit EML und so noch auseinandersetzen muss zu dem ganzen RAP-Zeug, was jetzt auch der Jörg ja wunderbar gezeigt hat, ist es doch. Ja, was mir jetzt aber auch mal wichtig war, für so Themen ein bisschen Werbung zu machen, auch das Thema Testable-Framework, wo ich der Meinung bin, das kriegt einfach ein bisschen zu wenig Liebe. Also man soll ja auch mal Sachen positiv darstellen und nicht immer alles nur bashen von der SAP, genau. So, dann gebe ich mal virtuell weiter an den Christopher? Christopher, genau. Ja, das ist, wenn wir hier alle vor Ort sind, ich glaube, es tut Ja, mir auch leid, virtuell ist das dann sicher schwierig. Also, weiß, es ist, ich hätte mir vielleicht überlegt, auch zu kommen, aber so wie es ist, haben wir bei uns im Unternehmen heute halt auch einige Sachen vor Ort, deshalb war das leider nicht möglich. Ja, wer bin ich? Ich bin Christopher, ich bin hier Backend-Entwickler für SAP Utilities, hatte ich ja. Ja, ist ein bisschen, glaube ich, durchgeklungen in meinem Vortrag. Habe halt einige Jahre auch erstmal als Berater im Utilities-Bereich gearbeitet, dann als Entwickler und aber so die klassisches ABAP dann irgendwann auch so ein bisschen über OData dann in dieses Schnittstellenthema reingekommen, dann eine Zeit lang auch UI5 gemacht, aber bin nie wirklich Frontend-Entwickler geworden, habe eine Zeit lang also Application Integration gemacht, PO-Konfiguration und bin dann irgendwann so generell in diesem Bereich geblieben, was ja Backend-Entwicklung ist, aber immer so schnittstellennah, so APIs bereitstellen, anbinden. Das ist so das übliche Ding, was ich hier mache. Und jetzt auch so ein bisschen halt ja so strategisch halt diese zu überlegen, wie man halt diese Services bei uns organisiert und wie man da jetzt zukünftig dann ein schönes System hinbekommt. Warum ich hier hingekommen bin, also erstmal, weil ich diese Konferenz einfach toll finde, seit 3 Jahren und immer gerne hier zuschaue und es auch einfach schön finde, dass es die Möglichkeit gibt, hier auch selber Teil davon zu sein. super, danke dir. So, dann Gut. der Letzte. Der Letzte.
Genau, ich bin auch der Letzte dazugekommen. Wie gesagt, ich bin hier nur die Aushilfe. Meine Motivation ist eigentlich immer, die Masse irgendwie, es gibt so viele neue, großartige Sachen und ich bin viel bei Unternehmen, ich mache viel Schulung und ich merke immer wieder, eigentlich, worüber wir hier reden, großartige Vorträge, auch über viele fortgeschrittene Sachen, auch bei der Keynote, das Allerneueste, klasse. Aber was die allermeisten, was 90% der ABAP-Entwickler interessiert, ist eigentlich so der Einstieg dahin. Zum Beispiel vor 2 Jahren habe ich was erzählt über Tipps und Tricks im Eclipse-Umfeld. Müsste man meinen, das wäre heutzutage nicht mehr nötig. Die Praxis zeigt, überall, wo ich hinkomme, ja, die freuen sich sehr über Tipps und Tricks in genau diesem Bereich. Und wir haben ja jetzt parallel auch gerade eine Session zu diesem Thema, dass ganz viele Entwickler sind noch nicht abgeholt. Und das habe ich jetzt auch mit meinem Vortrag versucht abzuholen, weil eine Tabelle hat jeder. Alles andere habe ich live gemacht in einer halben Stunde. Das heißt, wer sich diesen Vortrag anschaut, sorgfältig eins zu eins die Sachen nachbaut, kann damit wirklich in kürzester Zeit reinkommen in so ein Thema. Genau, also so, das ist so meine Mission eigentlich immer, die großartigen Sachen auch zeigen. Sascha hat es ja auch gesagt, man muss die Sachen auch mal loben, die gut funktionieren, nicht nur meckern über das, was nicht so perfekt ist. Habe auch ein paar Kleinigkeiten gesehen, aber so what. Ja, ansonsten, was mache ich sonst? Überwiegend Schulungen, ein bisschen BW-Beratung, ABAP-Entwicklung, das sind so meine Themen. Gut, dann bin ich fertig. Wir haben wohl noch Zeit. Was? Wir haben noch 5 Minuten. Ja, genau. Ja, jetzt ist Pause, oder? Wir haben noch genau, aber wir hatten noch vorhin, von Christopher gab es auch vorhin das lustige Thema mit dem Aufrufen von alten Barbies, Ach, was stimmt. immer so ein Klassiker ist. Da ist auch über den YouTube-Chat ein bisschen Kommunikation geflossen und da gab es auch dann die Aussage, dass das auch ein bisschen modernisiert wird. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeinen alten Barbie aufrufen will, muss ich das nicht mehr über einen Destination None oder über irgendwelche parallelen Tasks machen, sondern es wird halt künftig, ich gucke mal Marcel an, wie der im Raum ist, besser. Ich weiß nicht, ich seh doch keine Daumen nach oben, ich bin doch noch ein bisschen nervös, Also werden mich würde das sehr glücklich machen. Ne? Also ich habe sehen. Wir haben jetzt zwar nicht wirklich in den Meet-the-Speaker auch mit unseren Keynote-Speakern gemacht, aber ich hoffe mal, dass allen klar wurde, dieses ganze Herabgeraffel, das wäre auch mal ein guter Titel für einen Vortrag, glaube ich. Das Herabgeraffel. Aber das ist ja jetzt nicht wirklich so nach dem Motto, so eine Spielerei von Seiten der SAP, wo man sich dann sagen kann, auch als Entwickler, ist mir doch egal, ja, das ist nicht wichtig. Ich glaube, es wird so langsam immer offensichtlicher, ihr seid ja eher in der Praxis da drin, das kommt, ja, also man hat noch ein paar Jahre, wo man sich da ein bisschen so durchmuscheln kann, ja, aber ich glaube auch, dass dieser Channel 1 RAP-Track durchaus auch klar macht, da geht auch die SAP all in. Oder? Also das seht ihr ja auch so. Ja, weiß. Ja, man hat es ja auch gemeldet bei der Sales Order, dass das kommt, das wird sozusagen der neue Standard werden. Das heißt, in Zukunft, das, was man halt vorher hatte, also wie gesagt, diese Eintopfprogrammierung, ja, ich suche mir mal meinen Fuba da irgendwie zusammen und so weiter, das ist halt dann auch irgendwann mal, ja, dann hat man halt andere Grundlagen, also CDS-Views zu konsumieren, irgendwie hier die Hub-Services oder sonst was aufzurufen. Und bevor wir in die Mittagspause gehen, irgendwie habe ich ein Problem mit meiner Uhr. Ich möchte immer draufschauen, wie viel Uhr es ist. Mit anderen kommen Notifications rein, dass irgendjemand was getweetet hat oder doch nochmal sich angemeldet hat und dass ich dann nie meine Uhrzeit sehe, sondern nur die Notification. Also auch da nochmal Jungs, ihr seid echt, also Mädels auch, ihr seid echt Wahnsinn. Die Konferenz läuft noch, es melden sich immer noch Leute an, wie wahnsinnig, senden E-Mails und machen auf LinkedIn. Mein LinkedIn-Account ist komplett explodiert. Das ist echt Wahnsinn. Das denkt man ja nicht immer so an diese SAP-Entwicklerschaft denkt, wo man manchmal denkt, wie heißt es nochmal, graue Haare, Glatze und kurz vor der Rente. Also da stimmt definitiv nicht. Ja.
Also das kann man auch hier noch sagen. Das ist durchaus eine aktive Community. Ja, außer er hat Haare, auch wenn man es vielleicht nicht sieht. Und die sehen aus. Jetzt hast du mich Und ins Sackgasse gebracht. noch mal von der Seite umgegrätscht. Danke. Okay, versuche noch mal. Also wir gehen ja in ein paar Minütchen, Sekunden ab in die Mittagspause bis 13 Uhr. Wo ist denn die Agenda? Ich habe die Agenda. Warte mal, bis 13 Uhr, genau. Wir haben dann 35 Minuten Mittagspause. Wer macht denn sowas? 35 Minuten. Essen im Schweinsgalopp. Aber in der Zeit kann man ganz Abservice bauen. Ja, wird auch ein bisschen unser, aber geht auch ein bisschen was. In der Zeit, Essen im Schweinsgalopp, wir gehen da einmal mal durch. Und 13 Uhr sind wir dann wieder da. Und es geht auch gleich weiter mit Fiori App-Erstellung gleich gemacht. Wieder ein deutscher Vortrag. Englisch ist auf Channel 2 dann mit Accelerate Business Process Innovation mit the AWS SDK for SAP. Aber wie gesagt, wir haben definitiv den längsten Titel. Ja, da müssen wir noch mal drüber gehen, weil danach ist dann jetzt ein bisschen komplizierter, Channel 1 und 2, müssen wir hin und her switchen. Wer sich jetzt denkt, waren wir zu blöd, irgendwie das richtig zu machen. Wie gesagt, es gibt einen RAP-Channel, es gibt einen gemischten Channel und dann müssen wir halt ab und an mal ein bisschen rumspringen. Vielleicht bleibt man dann auch mal hängen in beim anderen Channel, auch wenn man die Sprache nicht kann, kann er mal zugucken. Es gibt viele Demos, vielleicht ist es ja was. Und wenn nicht, dann haut man sich halt irgendwann mal auf YouTube, wenn die Videos da sind, vielleicht gibt es auch nur Untertitel, die automatisch generiert werden können, dann passt das ja auch wieder. Ja. Dann würde ich sagen, wir gehen Mittagessen. Wir lassen den Stream natürlich offen, der läuft weiter. Da steht halt nur drin, wir sind Mittagessen, wir kommen wieder um 13 Uhr. Und dann, ja, dann geht's weiter. Gut. Also auch hier, guten Appetit. Oder Danke wo sehr. immer ihr gerade zuschaut, gutes Abendessen, gutes Frühstück, kommt drauf an. Haut rein, man sieht sich wieder in 35 Minuten.